Herzlich willkommen bei Smart Bartending. Mein Name ist Kevin, wir haben den 9. April und heute ist der internationale Gin Tonic Day. Das heißt, wir zeigen dir heute 5 Varianten des Gin Tonics und an der Stelle auch großes Dank an unsere Freunde von Knut Hansen, die uns diese Flasche Gin zur Verfügung gestellt haben. Starten tun wir heute mit einem Gin Sonic. Dafür kommt erstmal Eis in ein Longdrink Glas und wir geben 40 bis 45 Milliliter des Gins hinzu. Bei dem Gin Sonic handelt es sich im Grunde um einen Gin Tonic Light, weil wir nicht nur Tonic hinzugeben, sondern auch Sodawasser. Das ist vor allem für die Leute, die nicht so Fan des bitteren Geschmacks des Tonics sind. So, jetzt wo alle Zutaten in unserem Gin Sonic drin sind, wird das Ganze nochmal mit einer Zitrone garniert. Ein Trinkhalm kommt hinzu und fertig ist der erste Drink unseres Tages, der Gin Sonic. Als nächstes kommt etwas für die Leute, die Orangensaft gern trinken. Und zwar machen wir einen Gin Tonic mit Orange. Dafür kommen erstmal 40 Milliliter Gin in unser Glas, gefolgt vom Tonic, der muss in etwa so die Hälfte bis drei Viertel des Glases beanspruchen. Und dann kommt schon der Orangensaft ins Spiel. Den füllen wir dann einfach bis oben hin auf. Garniert wird das Ganze dann nochmal mit einer Orangenscheibe. Und fertig ist unser Gin Tonic Orange. Kommen wir nun zum Pink Gin and Tonic. Woher ich gestehen muss, so pink ist er am Ende gar nicht. Zumindest starten wir auch hier wieder mit 40 Milliliter vom Gin. Jetzt kommt das Besondere. Es kommen etwa 4 bis 5 Spritzer vom Angostura Bitter hinzu. Das verändert den Geschmack ungemein. Und wir geben noch ein bisschen frische Limette hinzu. In etwa 20 Milliliter. So, jetzt kommt nochmal Eis in unser Glas. Und wir füllen jetzt alles nochmal mit dem Tonic auf. Ich hoffe, euch gefällt unser neues Format mit den 5 Arten von. Wenn ja, dann lasst uns gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos, die in Zukunft noch folgen. Das Ganze wird jetzt nochmal mit einer Limette garniert und ein Trinkhalt kommt hinzu und unser nicht ganz so pinker Pink Gin and Tonic ist fertig. Der nächste Drink ist etwas für die Coffee-Lovers unter euch und zwar machen wir jetzt einen Coffee Gin and Tonic. Dafür kommt zuerst 40 Milliliter Gin in unser Highball-Glas, gefolgt von einem Kaffeelikör. Wir nutzen dafür den Tia Maria und auch davon kommen etwa 20 Milliliter ins Glas. Jetzt wieder das übliche Prozedere, wir geben Eis in unser Glas und dann kommt schon der Tonic ins Spiel. Den füllen wir dann auch wieder bis oben hin auf, dann der Trinkhalm wieder hinzu und fertig ist der Coffee Gin and Tonic. Okay, wir kommen jetzt zu meinem persönlichen Favoriten und zwar dem Breakfast Gin and Tonic, der auf Tee basiert. Auch dazu kommen erstmal wieder 40 Milliliter Gin in unser Glas und dann kommt 20 Milliliter Holunderblütenlikör hinzu. Ihr könnt auch gerne einen Sirup benutzen, dann habt ihr halt ein bisschen süßer am Ende des Tages. Und jetzt die Besonderheit des Tages, wir nehmen einen Schwarztee. Auch davon kommen in etwa 20 bis 30 Milliliter unser Glas. Dann kommt noch ein bisschen Eis rein. Denkt dran, dass ihr am besten einen gekühlten Tee nehmen müsst, da sonst das Eis sofort schmilzt und der Geschmack verfälscht wird. Jetzt wird nochmal Tonic hinzugefügt. Wir benutzen dafür einen ganz normalen Tonic. Was ich mir aber jedoch auch noch gut vorstellen könnte, dass ein Elderflower Tonic super harmonieren könnte. Garniert wird das jetzt alles nochmal mit einer Zitronenscheibe und fertig ist der Breakfast Gin and Tonic. Wie du siehst, ist es nicht nur dieses langweilige Gin and Tonic, dass wir nur Tonic mit Gin mischen, sondern es gibt auch coole Variationen, zum Beispiel mit O-Saft, mit Kaffeelikör, mit Angostura, das sich auch sehr interessant hat, aber wirklich lecker. Mein persönlicher Favorit ist der aufwendigste Drink davon, und zwar der mit dem Tee. Aber ich finde, das ist eine coole Alternative, vielleicht mal auch zum Frühstück. Aber man soll ja nicht übertreiben. Deswegen viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao. Okay. Mein persönlicher Favorit. Nochmal.